Willkommen zurück zu Half-Minuteo Super Megi Neo Climax Ultimate Boy. Im letzten Part haben wir die zwei Quests geschafft und jetzt wollen wir weitermachen mit Quest 9 vom südlichen Weg. Ändere die Strömung. Was macht die Brille? Oh, ein Angriff. Was ist besser, ein Angriff oder eine Verteidigung oder? Ah ja. Die macht 6 Verteidigung. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass ein Matrosenanzug mehr Rüstung hat als ein Fassanzug, aber okay. Damit kann ich auch total leben. Das sieht doch super aus. Okay, dann fangen wir mal an. Kann ich wieder mal springen? Ha! Meine Wenigkeit, Bösewicht Krimlas. Gehen wir mit zum Protokoll? Oder so ähnlich? Jetzt habe ich aus dieser Lautstärke verändert. Ich mach gleich um das nochmal kurz und hat. Ich werde diesen ebenso nervigen wie flinken jungen Störenfrieden daraus machen. Ganz niemals zerstöre ich freilich auch die Welt. Die Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen. Nee, auf. Hey Raymond, wie geht's? Du hast es vielleicht, aber es ist schon wieder so ein Bösewicht dabei, die Zerstörungsmagie zu wirken. Hm? Hui, die Burg ist ja ganz nah. Was soll das denn darstellen? Du brauchst doch nur 1,8 Sekunden. Ach ja, übrigens. Das Dorf liegt hier. Kaum zu glauben, dass die Burg näher liegt als das Dorf. Da ist doch irgendwas faul. Wenn du zur Burg gehst, sei lieber extra vorsichtig. Oh, ich mach gut Schaden. Und gebe ihm gut Geld. Wow, 35 pro einen Gegner. Nein, ich wollte nicht auf mich verdrehen. Schnarch. Hatte, hab ich einen Hunger. Angefangen alles, als dieser komische Riesentrottel die Höhle im Westen übernommen hat. Seitdem spielen die Meeresströmungen hier verrückt. Ich kann nicht mal mehr zu der anderen Landmasse übersetzen oder raus zum Fischen fahren. Ja. Das ist das letzte Kraut. Okay, ich brauche noch keins. Eine Stato war da ja, glaube ich. War doch eins, oder? Ja, gut. Gib mir das Kraut her. Tut mir leid, aber die Kräuter sind ausverkauft. Gibt's hier unten was? Verderbendes Menü A. Hey, den haben wir doch besiegt. Das ist doch dieser komische Trottel, der den Wald angesteckt hat. Bitte kauf doch was, wenn du den Bösewicht besiegen willst. Im Dorf 9 wirst du nichts zu essen finden. Zu teuer? Essen ist eben knapp zurzeit. Ach, ist das langweilig, nichts zu tun. Naja. Da kann ich auch nichts für. Ein bisschen. Ich bin schon wild. Der Lebensmittel B kostet jetzt 400. Essen ist soeben teurer geworden. Wie nett. Wie gemein ist das denn? Gibt auch 39. Man kriegt hier viel Geld, habe ich das Gefühl. Ich mache hier noch ein bisschen Kohle. Hoho. Dum dum. Na. Dum dum dum. Dum. Was zu essen haben wir nicht. Hab ich einen Hunger? Nichts zu tun. Okay, ich weiß, wie man die Schäfens macht. Das eine ist ja, die ganzen Verderbnismenüs zu essen. Gibt's auch nur 3.800.000. Kostet das mittlerweile, ist echt übertrieben. Aber da levelt man nebenbei, also ich hätte jetzt auf jeden Fall eine Chance. Wie viel brauche ich denn? 400. Brauche ich noch ein bisschen.
So, jetzt hätte ich genug da unten für. Aber ich möchte erstmal. Etwas mehr Kohle haben. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich muss jetzt hier die ganzen. Hui. Zeit. Essen ist ausverkauft. Okay, dann habe ich das. Kann ich hier was machen? Riesentrottel. Ich heiße Bonk. Ich bin einer vom Räubertrio. Bonk gibt mir richtig viel zu essen. Alles, was ich dafür tun muss, ist hier rumzuhängen. Drum passe ich auch auf den Riesenfelsen auf, damit er die Zerstörung beeinflusst. Ich sag's dir, du kommst mir besser nicht in die Quere. Bumm. Wird. Bist aber stark. Tut mir leid, furchtbare Lage, Tonk. Okay, okay. Ich kümmere mich ja schon um eure Riesenfelsen. Die Strömung ist jetzt wieder normal. Mann, das war echt hart. Oh, seufz. Hey. Ich meine natürlich, du wirst es bereuen. Frische, frisch gefischt. Wir haben wieder eine Kräuter bekommen. Juhu, essen. Was? 2500? Okay, ich wusste es. Jetzt muss man sich für das zweite Achievement kaufen. Das heißt, man muss hier richtig viel Geld haben. Also, das kann jetzt ein bisschen noch dauern. Frame-Einbrüche, Frame-Einbrüche. Warum man nicht? Schon 600. Ich hab schon eins. Ist immer mehr von diesen. Ja, genau. So gefällt mir das. Schon Level 27. Wann war ich wild? Bei Level 10, glaube ich, oder? Ja, wie dem auch sei, ja. Gib mir Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Endlich, kommen die mal wieder. Oh mein Gott, das kann doch nicht so weitergehen. Oh, Errungenschaft. Streiter der Göttin. Jetzt kommen wir mit ganz, ganz viel Geld, weil der ausgibt. Habe ich ja gemacht. Ich komme meinem Ziel immer näher. Bei 33 schon. Schon 1000, um die Zeit zurückzusetzen. Ah. Komm, das werde ich aber schaffen jetzt. 2500 zu kriegen. Jetzt beeil dich mal. Schon wieder 1000. Mein Gott. Jetzt kaufe ich mir das und renne schnell zum Boss. Bist du endlich, du Störenfried? Dabei wollte ich dich mit der geänderten Strömung ja irgendwo auf eine einsame Insel schicken. Das war so ein guter Plan, aber egal. Dann hat es eben nicht seinen Sinn. Kommt ja auf das Gleiche hinaus. Uffz. Das war's. Damit geht alles den Bach runter.
Und ich müsste auch beide Achievements jetzt haben. Alter Fischer, oh, du hast es geschafft. Danke, dass du den Bösewicht gezwungen hast und die Stimmung jetzt wieder normal ist. Ich sehe echt meinen Hut vor dir, obwohl ich keinen auf habe. Hier ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du ziehst weiter neuen Gefilden entgegen, oder? Sag mir Bescheid, wenn du gehen willst. Eisenspeer. Puh, gut gemacht. Die Strömung ist wieder wie immer und alle sind glücklich und zufrieden. Trotzdem, ich frage mich, was wäre, wenn die Strömung so geblieben wäre. Kann mir nicht helfen, das beschäftigt mich dem. Na, wie dem auch sei. Dann wollen wir doch mal sehen, was das nächste Abenteuer für uns bereithält. Zum nächsten Kontinent müssen wir über den Ozean. Fragen wir doch den Fischer im Dorf, ob er uns nicht ein Boot zur Verfügung stellt. Du willst los? Kein Problem, die Strömung sieht gut aus. So sind wir schnell am Ziel. Glückskind und Goldfreund. Goldfreund das Kaufen, Glückskind alle drei Dings essen. Ja. Das müsste dann ja jetzt so passen. Gewusst wie, hast den goldenen Schild gekauft, ist sehr teuer, aber komplett nutzlos. Ja toll. Ach, wie gerne würde ich neue Länder bereisen. Manche der Bösewichte waren angeblich einmal Menschen. Also was bringt der? Mega schwer und mega schlecht. Okay. Na dann, wie dem auch sei, ich gucke jetzt kurz nach, wie lange ich schon aufnehme. Bis gleich. So, es reicht zwar nicht für noch eine Quest, aber jetzt möchte ich euch zeigen, was passiert, wenn man den Bösewicht besiegt, ohne die Strömung zu verändern. So, Du bist ja endlich. Ha, glaubst du wirklich, du kannst dich hier nach Belieben austoben? Wie dem auch immer. Ufts. Ha, denk bloß nicht, dass du damit gewonnen hast. Gut gemacht, wieder hast du die Welt vom Untergang bewahrt. Die Sache ist nur die. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben vergessen, etwas Wichtiges zu erledigen. Na, wie dem auch sei. Auch zum nächsten Abenteuer. Wir müssten also den Ozean überqueren. Fischer im Dorf. Möchtest rüber zum nächsten Kontinent? Klar, es geht von hier aus ganz schnell. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Boot fährt nicht wirklich geradeaus. Oh nein, ich habe keine Kontrolle über das Boot. Du hältst doch gar keinen Ruder fest, du Idiot. Ich schwimme mal lieber in Sicherheit. Mach's gut. Von der Stürmung mitgerissen erreichte Raymond eine kleine Insel. Schiffe kamen hier so gut wie nicht keine vorbei. Ist ganz allein auf dem Island. Unzählige Bösewichte hat er schon mitzwungen, doch hier endete seine Reise abrupt. Ja, und das ist das, was passiert, wenn man nicht die Strömung ändert. Ist also sehr wichtig. Und man bekommt auch keinen Geschafft-Screen. So wie es aussieht, das sind ja noch ein bisschen, das interessiert mich ein Scheiß. Oh, ja, du musst mich nicht gleich zurück ins Menü schicken, Idiot. Dann würde man auch nicht weitermachen können. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir diesen Weg hier. Weil das da links ist ja die Quest, wo man wieder zusammentrifft. Also, tschüss.